Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, was mich etwas schockiert hat. Kennt ja wahrscheinlich alle Apecram, oder? Auf jeden Fall, falls ihr sie kennt, es sind halt drei Jungs. Ja, und sie haben einen Kanal. Aber dieser Kanal ist, sagen wir es mal so, die hatten mal einen Kanal, weil was sie jetzt haben, ist kein Kanal mehr. Das ist einfach eigentlich fast nichts. Da steht einmal nichts. Ich sag's mal jetzt so, Leute. Es waren drei Leute, Jan, André und Cengiz. Und einer von denen, anscheinend, das ist jetzt nur ein Gerücht oder eine Mythe, kann ich nicht sagen. Kann ich euch leider nicht sagen, aber bei selbst bei Wikipedia steht, also anscheinend soll Cengiz verstorben sein. Ich sag euch mal das Datum, wo er geboren ist und da, wo er anscheinend gestorben. Hier steht es. Cengiz, 11. Mai 19. Alter, das hat mich einfach nur schockiert. Anscheinend soll er am 31.12.2016 gestorben sein. Ey, das schockiert mich wirklich, Leute. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber hier steht selber, ich verarsche euch wirklich nicht. Das schockiert mich selbst. Das schockiert einfach mich. Eigentlich waren die ja mega cool drauf. Aber was das unwahrscheinlich ist, es soll ja verschiedene Theorien gehen, aber das Video geht eigentlich nur um Cengiz. Anscheinend soll es ja so sein, dass Cengiz gestorben ist. Nur dann gibt es da noch ein paar andere Fakten, wie zum Beispiel, dass ein Hacker die irgendwie angegriffen hat, was das Unwahrscheinlichste wahrscheinlich ist. Aber das Ununwahrscheinlichste, also was irgendwie das Dümmste ist, was die machen würden, wäre ihren Kanal aufzugeben. Das wäre für mich das Unwahrscheinlichste. Aber was für mich wahrscheinlicher ist, dass sie, ja, wie soll ich sagen, dass sie erstmal eine Pause machen, weil anscheinend Cengiz tot ist. Eine Beerdigung müssen sie ja hoffentlich auch machen. Das ist auch nur so eine Sache. Die Eltern ja auch. Darum würden auch die ganzen Sachen Sinn ergeben. Wieso ihre Freundin war da hier, das Bild. Ich finde es jetzt wirklich schade, das Bild zeige ich euch jetzt nicht. Ihr könnt ja einfach nachgucken. Und ich finde es wirklich etwas deprimierend, weil als ob der jetzt wirklich tot ist. Das wäre jetzt auch so eine Sache. Das klingt jetzt ein bisschen lustig in Anführungszeichen. Aber es könnte möglich sein, was mich echt schockiert hat. Also ich denke nicht nach genau, ob das jetzt stimmt, ob das nicht stimmt, weil es soll ja nur eine Theorie sein. Aber diese Theorie ist schon etwas wahrscheinlicher, weil es ist einfach deprimierend, Leute, Alter. Das ist einfach, wenn ich mir mal die Videos früher von denen angeguckt habe, Alter, da war alles cool, Mann. Also ich finde es wirklich sehr scheiße, dass anscheinend ja gestorben ist. Ich habe keine Beweise, außer der Wikipedia-Eintrag. Sonst habe ich wirklich keine Beweise bis jetzt. Ich suche mittlerweile nach Beweisen. Aber ich finde nicht wirklich welche. Auf Twitter findest du irgendwie nicht mal wirklich Beweise, weil Cengiz Account löscht, Jan Account da, was ist. Ey, es ist einfach nur komisch, Leute. Es ist komisch, was zu finden. Aber was soll man denn machen? Da kann man ja nicht wirklich was machen. Ich finde es nur schade halt, dass er anscheinend ja tot sein soll. Was auch eine andere Sache ist. Und was jetzt mit Jan und Andi passiert ist,
Kann ich euch nicht ganz genau sagen, aber. Ey, alter Jeng. Ey, das ist einfach nur krass, Mann. Und das Video wird heute nicht mehr so lustig. Ich habe euch wahrscheinlich jetzt den Tag versaut. Aber ey, es muss. Jetzt kommt jeder mit diesem Thema. Da muss ich natürlich auch was machen. Und ich glaube, der Hype zwischen ApoRed und Leon mal Schere bringt jetzt auch nichts mehr. Weil das hat nichts mit dem Thema zu tun. Darum, wieso soll ich jetzt ein Video heute noch hochladen, wo ich irgendeinen Typen, der Pranks hochladet und irgendeinen anderen Spasti, der Apotheke heißt, nach, was weiß ich was, dumme Videos. Katana, 100 heißt gratis Katana versus Yeezys. Wieso soll ich mir das, wieso soll ich zu so einem behinderten Video reagieren? Das macht gar keinen Sinn, Leute. Darum muss ich einfach mal sagen, das Video ist wirklich ernst. Darum habe ich auch wahrscheinlich das. Darum steht wahrscheinlich auf dem Titel auch wirklich, dass. Ja. Jenks wahrscheinlich tot ist. Wie gesagt, ich habe nur den Beweis mit. Ja, den Beweis mit Wikipedia. Aber was jetzt das. Also das ist jetzt wirklich das Behinderte, was ich gehört habe, dass Jenks nicht tot ist, dass anscheinend wegen YouTube die aufgehört waren, weil jetzt kommen die irgendwie 100 Grad heißes Messer, Yeezy Katana, was weiß ich was, so eine Scheiße, und dann haben die aufgehört, weil die irgendwie keinen Klicks mehr kassieren, weil YouTube ein Hurensohn ist. Okay, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber anscheinend, das ist für mich echt das Unwahrscheinlichste. Wie gesagt, ich finde es wirklich mega schade, dass die mit YouTube bis jetzt keine Videos mehr haben. Mein einer Freund wollte mir das gar nicht glauben. Aber wie gesagt, wenn du auf den Kanal gehst, auf Wikipedia guckst, es steht da wirklich. Und das ist kein Fake, was ich da irgendwie aus dem Internet gesehen habe. Es steht bei Wikipedia wirklich, dass, ja, also, dass Jenks tot ist. Und wie gesagt, PewDiePie, dieser Vollhonk, kassiert auch nicht mehr so viele Klicks. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, warum die mit YouTube auch gehört haben. Weil, wenn PewDiePie keine Klicks kriegt, wie sollen wir anders Klicks reden? Das ist doch behindert. Aber ich sag's mal so, es ist wirklich manchmal echt deprimierend, was mit YouTube abgeht. Aber irgendwie, ja, selbst bei mir sind Abonnenten weggegangen. Ein Abonnent klingt jetzt sehr wenig. Okay, vielleicht nicht einer, aber ich glaube, zwei Abonnenten sind bei meinem Kanal einfach weg. Aber das ist die Scheiße. Oh, ich will hier nicht mal YouTuber haten. Ich will einfach nur haten, dass es so behindert gelöst ist. Was willst du denn gar machen? Das ist auch einmal, ey, du kannst ja nichts machen, weil YouTube ist YouTube, da kann man nichts machen. Ich find's wirklich sehr schade, dass Jenks anscheinend tot sein soll. Neue Infos kommen einmal morgen. Und noch eine Sache, Whitey, die hat auch aufgehört, ja. Ja, erst jetzt. Hier, ich zeig's euch nochmal. Hier, ApeCrime, abonnieren. Bereits, aber ihr seht es. Leute, es ist wirklich kein Fake. Und an meinem Freund. Hier ist das Beweisvideo, du. ApeCrime hat bis jetzt wirklich kein Video hochgeladen. Aber das soll nicht nur an meinen Freund gehen, das soll an alle gehen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt dem Video einfach ein Like. Ich finde das Thema wirklich ein bisschen wichtig, weil die YouTuber. YouTube ist eigentlich mein Hobby. Aber es ist wirklich schade, wenn durch Sachen einfach Menschenleben kassiert werden. Ich weiß jetzt nicht, von wem der weg ausgenockt wurde, aber ich kann es nicht mal sagen. Ob er Herzinfarkt, auf jeden Fall stand da irgendwas mit Herz. Was war denn das? Ich glaube, da stand Herzversagen. Das wäre sehr möglich, aber ich finde.